So, das war's. Warum auch immer der im Schrank gechillt hat. So, hier haben wir Schrotflintenmunition, die wir mitnehmen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Keeper's Diary. May 9th, 1998. At night, we played poker with Scott the guard, alias, and Steve the researcher. Steve was really lucky, but I think he was cheating. What a scumbag. May 10th, 1998. Today, a high-ranking researcher asked me to take care of a new monster. It looks like a gorilla without any skin. They told me to feed them live food. When I threw in a pig, they were playing with it, tearing off the pig's legs and pulling out the guts before they actually ate it. May 11th, 1998. Around 5 o'clock this morning, Scott came in and woke me up suddenly. He was wearing a protection suit that looks like a spacesuit. He told me to put on one on as well. I heard there was an accident in the basement lab. It's no wonder those researchers never rest, even at night. May 12th, 1998. I've been wearing this annoying spacesuit since yesterday. My skin grows musty and feels very itchy. By way of revenge, I didn't feed those dogs today. Now I feel better. Eigentlich auch schon scheiße, ne? Nur weil es dem schlecht geht, füttert der die Hunde nicht. Aber naja, okay. May 13th, 1998. I went to the medical room because my back is all swollen and feels itchy. They put a big bandage on my back and the doctor told me I did not need to wear the spacesuit anymore. I guess I can sleep well tonight. May 14th, 1998. When I woke up this morning, I found another blister on my foot. It was annoying and I ended up dragging my foot as I went to the dog's pen. They have been quiet since morning, which is very unusual. I found that some of that had escaped. Ach so, ja okay, der hat rausgefunden, dass einige von denen entkommen sind. I'll be in real trouble if the higher ups find out. May 15th, 1998. Even thought I didn't feel well. I decided to go to see Nancy. It's my first day off in a long time, but I was stopped by the guard on the way out. They say the company has ordered that no one leave the grounds. I can't even make a phone call. What kind of joke is this? May 16th, 1998. I heard a researcher who tried to escape from the mansion was shot last night. My entire body feels burning and itchy at night. When I was scratching the swelling on my arm, a lump of rotten flesh dropped off. What the hell is happening to me? Also das ist so diese Szene, diese drei Sätze, die ich wirklich am ekelhaftesten fand damals. Wie gesagt, er ist aufgestanden, hat sich an seinem geschwollenen Arm gekratzt und dann ist so ein Stück verrottetes Fleisch einfach von dem Arm runtergefallen. Und das ist schon eklig. So, und jetzt geht es hier los. Wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, der ist infiziert. May 19th, 1998. Fever gone, but itchy. Hungry and eat doggy food. Itchy, itchy, Scott came. Ugly face, so killed him. Tasty. 4. Oder 4. Itchy, tasty. Ja. Und da war er infiziert. Ich meine, was denkt man sich auch, wenn man sowas liest, ne? Ist ja eigentlich schon eklig. Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Solange wir nicht itchy fühlen. So, jetzt können wir hier raus. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was das für ein Raum war. Mir fällt es gerade nicht ein. Ach, okay, der hier war das. Okay. Wir müssen... Können wir hier schon rein? Genau. So, dann wollen wir mal gucken. Wir kriegen auch hier die Noten her. Weil Chris kann das nicht spielen. Ob wir mit Rebecca nicht hier in den Raum gehen können. So, dass die Mondscheinsonate dann lernt. Fine Grand Piano. Okay, das wissen wir ja. So, den schieben wir jetzt erstmal. Warum auch immer die einen Schrank vor ein Regal stellen? Aber das können wir jetzt nicht mitnehmen, ne? Genau das meine ich nämlich. Chris ist so ein Noob. Gut. Also gehen wir nochmal schnell zurück.
kurz gucken, ob wir hier schon reinkommen. Nee, ist von innen geschlossen. Gut, das heißt, wir werden uns gleich oben weiter bewegen, wenn wir Rebecca dazu kriegen, die Mondscheinsonate zu erlernen. Sollte eigentlich... Doch, das müsste eigentlich funktionieren. Dann nehme ich das mit und dann gehe ich dann halt eben nochmal zurück. Dann sind wir halt jetzt einmal umsonst gelaufen, aber so ist das halt bei älteren Spielen. Da läuft man schon mal ab und zu so ein paar Wege. So, pass auf. Ich bin mir sicher, dass wir den kleinen Schlüssel noch brauchen. Deswegen lassen wir den noch mal im Inventar liegen. Obwohl ich im Moment wirklich nicht zuordnen kann, wo wir den einsetzen könnten. Aber wir brauchen den auf jeden Fall, das weiß ich. So, Weg zurückgegangen. Warum auch nicht? Okay, um auf das Thema Livestreams zurückzukommen. Ich werde ja jetzt versuchen, öfter einen Livestream zu machen. Also ich habe mir vorgenommen, zweimal im Monat, am Anfang des Monats und am Ende des Monats. Und ein Spiel wird immer feststehen und das ist The Binding of Isaac, was dann immer halt in den ersten anderthalb Stunden des Streams ungefähr gespielt wird. Und dann wird in der kommenden Stunde bis anderthalb Stunden, ich will halt immer gucken, dass ich so 3 Stunden streame ungefähr, wird dann, wer hat den Schrank wieder verschoben jetzt, wird dann ein anderes Spiel kommen. Und ich werde das so machen. So, will you take the music notes? Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Rebecca. Und ich werde das so machen, dass ich eine Woche bevor ich den Stream starten will, ein Infovideo raushaue oder ein Video raushaue, wo ihr dann in den Kommentaren auswählen könnt, welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt. Sprich, Binding of Isaac steht für die erste Stunde immer fest. Und was ich dann nach The Binding of Isaac spielen soll. Das könnt ihr dann im Prinzip, könnt ihr euch aussuchen. Und das Video wird dann halt ungefähr 4-5 Tage online sein. Und in der Zeit könnt ihr euch aussuchen, was ich danach spielen soll. Ich möchte auch so Community-Aktionen haben. Oder versuchen hinzukriegen, dass ihr alle mitspielen könnt. Wenn ihr denn Lust dazu habt. Are you all right? Want me to treat it? Do you want me to heal your souls? Wounds. Ja, auf jeden Fall. Rebecca treats Chris. So, sehr schön schon mal. Chris, so, jetzt wollen wir mal gucken. Take care. Was ist denn? You can't use it here. Chris, take care! Okay, anscheinend funktioniert das nicht. Ich muss mal gucken, ob ich nicht mit den... jetzt muss ich wahrscheinlich mit den Noten nochmal zurück zum Piano und muss die dann da usen. Mit Jill ist das alles viel einfacher, Leute, glaubt mir. Alles viel einfacher. Naja, so habe ich das auf jeden Fall vor mit den Streams. Und Anfang April wird es so sein, dass ich mir diese Lizenz hole. Für, ich weiß gar nicht, 10, 11 Euro oder so kostet die. Dass ich dann die nächsten 3 Monate auch eine super Audioqualität und Bildqualität abliefern kann. Und dann will ich da mal gucken, dass ich dann auch häufiger streame. Weil mir das gestern echt wieder extrem viel Spaß gemacht hat. Ich habe ja eine längere Pause jetzt gemacht, was das Streamen angeht. Aber gestern, das hat mir echt durchweg die 3 Stunden wirklich Spaß gemacht. Chris unfortunately can't read music. Ach, die kommt von alleine. Ah. It's me, Chris. Is that you, Rebecca?